Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman. Wir sind in Arkham Asylum und ich überlege gerade warum, aber irgendwie... Ach Gott, das ist ja schon... Okay, egal. Ihr seht es gerade nicht, aber ich habe in letzter Zeit ein paar Probleme mit meinem Controller. Und er macht hier die ganze Zeit den Doppelsprung, obwohl ich nur einmal A drücke. Das wird noch... das wird noch wild. So, Blöcke brechen. Das dürfte das letzte Level sein aus der Riddler-Reihe. Die Kältekanone, die Rebensamen, den Superlaser und den Schlüssel. Alles Stücke eines fantastischen Puzzles. Füge sie zusammen und was kommt dabei raus? Die Gotham Goldreserven. Der Preis ist heiß. Ja. Ich mag das. Super Zwischensequenzen. Unauffällig auf jeden Fall. Ja gut, aber es ist alles in allem trotzdem nicht so unauffällig mit so einer riesen Eisbrücke. So, jetzt kommt der Laser, ne? Ich find's halt immer noch sehr geil, dass man hier, also dass wir jetzt hier so gesehen dieses Vorgeplänkel spielen. Von den Batman-Leveln. Von den Helden-Leveln eher gesagt. Hopp. So. Wir fahren erstmal das Ding hier um. Geht das? Nein, das geht nicht. Schade. Dann können wir aber da reinfahren, oder? Nein, geht auch nicht. Ja, das habe ich mir besser vorgestellt. So. Und Abmarsch. Und ab dafür. Danke. Boah, der Heli ist aber ganz schön, ne? Ihr wisst schon. Unfair. Ach, okay. Hier hätten wir vielleicht drüber fahren können. Ah, dieser Doppelsprung. Da muss ich wirklich, wieso habe ich den Doppelsprung an? Das ist schon... doppelt... Ja, okay. Ja, springen. Auf A. Gut. Das habe ich schon eingestellt. Ja, gut. Wenn ich ganz kurz drauf drücke, dann geht es. Dann hoffe ich mal das Beste, dass in diesem Level nicht viele krasse Passagen vorkommen werden. Und zum nächsten Level hin muss ich dann mal gucken, woran es liegt. Ich habe sogar schon neu gestartet, alles drum und dran. Vorher. Wieso? Hä? Also ich konnte mit jedem Wagen bis jetzt diese Dinger kaputt fahren, nur mit dem nicht. Die Polizei hat anscheinend in Gotham ziemlich beschissene Wagen. Sagen wir mal so, hat ziemlich schwache Wagen. Das andere Wort ist böse. Das wollen wir natürlich nicht verwenden. Nicht in einem Lego-Let's Play, nicht wahr? Also ich sag mal so, das soll zumindest etwas kinderfreundlich sein. So, da komme ich nicht hoch. Das ist schlecht. Oh, guck mal hier. Zum Glück hat... Ah, der Riddler hat zum Glück keinen Doppelsprung. Also wenn wir irgendwelche schweren Passagen haben, kann ich mit ihm hier voranmachen. Das ist schon mal gut. So.
Das ist schon mal sehr gut. Ah, er macht's aber auch. Aber gut, wenn man ganz leicht drauf tippt, dann geht das. Dann kriegen wir das irgendwie hin. Hallo? Hallo? Was? Boah, ey, das ist ja... Ist ja toll. Riesig, dass wir da die Verbindung verlieren auf einmal zu dem Dude. So, das können wir jetzt natürlich in die Luft jagen hier mit. Sehr schön. Und jetzt hinweg mit dir, hinfort. Wir haben deine Aufmerksamkeit. Ah, wir brauchen sie nicht mehr. Wir brauchen dich nicht mehr. Super Schurkenstyle halt. So. Ja, macht mal alles schön kaputt hier. Alles schön kaputt machen hier. So, und natürlich dann in den schönen Schaufelradbagger rein. Das war so nicht Nein, danke. Nein. Ah. Was kann ich damit machen? Okay, Sachen kaputt. Endlich. Ja, die Dinger da oben leider nicht. Die, wie hießen sie nochmal? Oder wie heißen sie nochmal? Ah, das ist schon wieder... Das ist halt das, was ich manchmal meine. Wenn jetzt hier die... Also wenn Gegner hier unendlich lange bleiben. Und man diese Ruhe nicht hat, einfach mal was zu machen. Zum Beispiel wie mit dem Heli, der dann einfach einen abschießt, während man in einem, Bagger sitzt. Der gerade mal 2 Leben hat. Das ist natürlich eine feine Sache. Muss ich euch sagen. Das ist eine feine Sache. Also eigentlich auch wieder nicht, aber... What? Hallo? Nein! Ich wollte doch noch den Hebel umlegen. Weg mit dir. Weg mit euch. Na, weg. So. Ja, nach oben komme ich damit nicht. Ach, da ist noch ein... Ja, komm hier. Ich muss übrigens sagen, ich glaube, mit manchmal mit den Stats einsammeln und so hat das Spiel Probleme. Wir können es gar nicht aktivieren. So, müssen wir erst was aufbauen. Es scheint eine Batterie zu sein. So, jetzt können wir es aktivieren. Ich muss sagen, Erne ist, glaube ich, der smarteste, den ich je gesehen habe, beim Hebel runterdrücken. In jedem Halo-Spiel. Er macht es einfach richtig smart, steht da richtig locker und einfach mal locker aus der Hüfte mit seinem Stab hier. Das ist absolut genial. So, hab. Hau ab! Ja, warte jetzt. Was nu? Das, nicht. Das war falsch. Da können wir nicht dran, ne? Ne. Ja, aber was nun? Ist jetzt halt eine gute Frage, ne? Also, ich weiß es ehrlich gesagt gerade wirklich nicht. Vielleicht muss der Heli darauf schießen. Wenn er dann mal vorbeikommt. Vielleicht ist er ja deswegen unendlich lange da, aber der, naja, das ist zu... Ich glaube, das wäre zu krass. Aber, hä, was müssen wir denn jetzt tun? Ich verstehe gerade nicht den Sinn. Was mich echt mega auch irritiert, dieses dauerhafte Springen. Das macht er halt, keine Ahnung, weil meine A-Taste gerade ein Doppel-A vernimmt. So, da kann ich jetzt noch dran springen, ne? So. Ja, da kann ich aber nichts machen. Ja, da oben komme ich nicht hin. Oh, was? Das ist ein silbernes Teil. Man kann es einfach aufschießen. Ah, okay. Also, das war ja jetzt wieder
Das ist ja wild, ey. das ist ja wieder wild. Es ist einfach, es blinkt sogar. Ich dachte dass, echt, das wäre sowas, was man mit so einer Kanone, also mit einer Bombe oder so aufmachen muss. Halt so ein silbernes Lego-Teil. Jetzt da kann man es einfach aufschießen. Das ist ja. Also, wow. Oh ja, oh ja, unendlich Gegner, wenn man was aufbauen muss, danke. Mehr bitte. Mehr davon, das ist lustig. So, wir haben Riddler-Copter oder sowas. Oh ne, wir könnten... Ah. Können wir auch absinken? Ja, können wir gerade nicht. Aber ich guck mal, vielleicht haben wir ein paar... Mini-Kits hier noch, die wir kriegen können. Achso, das Dollarzeichen kann man nicht zerstören. Das macht mich gerade halt ein bisschen fertig, ne? So. Nach da oben ist das Mini-Kit, was wir brauchen. Da, wo ich jetzt nicht mehr hinkomme. Vielen Dank dafür. Kann ich hier die Tür denn aufmachen? Ja, endlich. So, kann ich denn hier die... Hä? Da ist noch eine Leiter? Da ist noch eine Leiter. Ich will jetzt das Mini-Kit haben. Oh Mann, ey, das ist... Oh nein. Oh. Oh, das gibt Schmerzen. Das sind Schmerzen, wenn ich das sehe. Das, also, es tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen. Aber das ist eine Funktion. Man schaltet Minikit frei und kann es nicht holen, weil man dann den falschen Charakter dabei hat in der Story. Und dann hängt er sich da auf an dem also ich, es tut mir leid, das ist eine Sache, das ist glaube ich das Schlechteste, was ich in den Lego-Spielen bis jetzt gesehen habe hier in dem Spiel. Diese Sache, dass man Minikits freischaltet und die dann nicht haben kann. Die dann einfach nicht bekommt in der Story, weil man immer noch einen Charakter fehlt. Wofür schaltet man die dann erst frei? Wofür kann man diese Minikits freischalten? Das macht... Das ist null... Null... Weiß ich nicht. Da fehlt einem einfach der Impact. Das macht dann auch keinen... Also ich bin ganz ehrlich. Das raubt einem so ein bisschen den Spaß. Also das ist halt dann so... Ne, weil ich habe ja viel Spaß auch dabei, die Gegend zu erkunden. Auch in der Story-Modus, im Story-Modus schon. Und dann halt im Backtracking die ganzen Sachen nochmal zu erkunden. Und dann halt neue Wege und so freizuschalten. Das ist halt immer cool. Ne? Aber wenn ich jetzt im Story-Modus Stats oder Minikits eher gesagt freischalte, die ich dann nicht kriegen kann, das ist ja absurd. Also ich bin mal ernst ehrlich, der Entwickler, der sich das einfallen lassen hat, der sagte, boah, das ist eine gute Idee. Ich hoffe, ihr habt dem... Nicht feuern, ne? Man will ja nicht, dass irgendjemand seinen Job verliert. Das ist ja Kacke, das wollen wir nicht. Aber ich hoffe tatsächlich, der wurde in einen anderen Bereich eingesetzt. Weil, sagen wir ganz ehrlich, der hat da, wo er jetzt gearbeitet hat, nichts zu suchen. Also das ist ja absolut, absolut schmandig. Verstehe ich auch nicht. Warum man das so gemacht hat. So, hier brauchen wir anscheinend wieder Batmans Superschallanzug oder was das ist, um die Gläser zu zerstören. Da oben ist auch ein Minikit. Ich meine sowas, ne? Wenn man sieht es, man kommt aber nicht dran, weil im jetzt hier im freien in dem Story-Spiel, okay, geht halt nicht. Okay, gut. Ich meine wirklich nur die Minikits, die ich mir freischalte, zum Beispiel das gerade. Und dann kann ich es nicht holen. Dann, ich hab's freigeschaltet. Also ich hab's auftauchen lassen und dann kriege ich es nicht. Das ist, als wenn einem Kind, keine Ahnung, ein Ürei kaufst und sagst, ey, das ist für dich. Aber erst morgen. So, wisst ihr, was ich meine? Das macht man einfach nicht. Das ist keine schöne Technik. Weiß ich nicht. Das ist wirklich ein guter Vergleich eigentlich mit dem Kind und dem Ü-Ei. Das ist wirklich, gib dem Kind ein Ü-Ei und sag dann, ja, ne, das ist jetzt für dich.
Also das Ü-Ei ist für dich. Das Kind dann so, ja, freudestrahlend. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, heutzutage, ich habe mir mal hier so ein Kinderjoy und so geholt, weil ich fand immer die Figuren relativ cool in den Ü-Eis, in den Kinderjoy-Dingern. Also einfach zum Sammeln, beziehungsweise ich mag auch diese Schokolade echt gerne. Ist aber halt auch das, ne, so, ist halt auch eine gute Schokolade, so, von den Ü-Eiern. Nee, aber auf jeden Fall hatte ich mal wieder welche geholt, hatte ich Hunger drauf und dachte mir so, ja, komm, wenn du eine Figur hast, stellst dir, wenn die cool ist, stellst die im Schrank, wenn sie nicht so cool ist, schenkst du sie einfach, keine Ahnung, Verwandtschaft oder so. Ne, hier hat man ja Neffen und sowas, ne, ihr wisst Bescheid. Und das ist auch, warum? Danke. Wir haben wieder 4000 Stats an Stats verloren, weil wieder sowas hier. Weil wegen sowas hier. Egal. Auf jeden Fall, ne? Habe ich mir so ein Kinderjoy-Ding geholt. Weil Ü-Eier gibt es ja im Sommer nicht. Und dann war da eine Smartphone-Halterung drin. Da war eine Smartphone-Halterung drin. Also ich bin ehrlich, ne? Ich meine, jetzt könnte ich sagen, ja, also für mich ist das was. Aber selbst ich. Und ich bin in einem Alter, da hat man schon ein Smartphone. Was ist das für ein Schmand in einem Kinderüberraschungs- oder in einem Kinderjoy? Eine Smartphone-Halterung. Also Leute. Also da bin ich auch, also da muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Ich habe ja gerade gesagt, wir wollen ja nicht, dass irgendjemand seinen Job verliert, ne? Aber der Mensch, der auf die Idee kam, in einem Kinderjoy. Der wirklich, man muss schon sagen, der Typ oder die Typin, ne? Also der Mann oder die Frau, weiß ich nicht, ihr wisst, was ich meine. Ich will ja niemanden ausgrenzen, ne? Die auf die Idee kamen, den Kindern den Spaß an Kinderjoy und Kinderüberraschungseiern zu nehmen. Mit so einem Müll oder auch nur diese Sachen, die man nur mit App-Anbindung spielen kann. Also die sollte man feuern. Weil die haben ihren Beruf definitiv komplett falsch gewählt. Die sind in einem Beruf für Kinder absolut an der falschen Stelle. Also es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen. Die sind, die gehören da nicht hin. Was ist das? Warum kann ich damit nicht hoch? Ach, warte. Ne? Also die gehören da wirklich meiner Meinung nach nicht hin. Weil, ganz ehrlich, wie frustrierend muss es für ein Kind sein? Ihr freut euch darauf, ihr denkt so, ach, toll. Ne, hat Mami oder Papi wieder was Leckeres mitgebracht und dann noch ein Spielzeug da drin. Hey, früher, ich weiß noch früher, diese Happy Hippos, die man hatte. Dann hat man so selbstgebaute, Flieger, die man dann so fliegen konnte. So Art Papierflieger halt, so ein bisschen mit Plastik dabei, so ein Plastikrahmen und dann so ein bisschen Papier mit bei und so. War ganz lustig, ne? Und ja, ich könnte den Aspekt mit Plastik verstehen, allerdings war die Handyhalterung halt auch komplett aus Plastik. Ja, ich gehe wieder drauf. Nee, doch nicht. Ne, so. Aber da habe ich mir gedacht, derjenige, der das macht, der nimmt einfach den Kindern den Spaß. Also es tut mir leid, eine Handyhalterung in einem Kinderjoy oder Kinderüberraschung. Und so ungefähr ist es aber auch, ja eigentlich, ich sag mal so, ne, so ist es eigentlich auch mit dem, der gedacht hat, ey, das ist eine gute Idee, dass wir die Minikits, die man freischalten kann in der Story, unerreichbar machen, weil die Charaktere einfach in der Story nicht die richtigen sind. Ist ungefähr auch so, auf einem Level, möchte ich auch mal sagen. Aber gut, derjenige, der das hier macht, man kriegt's ja noch irgendwann. Ne, der hat jetzt einen Fehler gemacht, aber nicht so einen großen. Aber also das mit dem Kinderjoy, als ich die Handyhalterung da drin gesehen habe, da habe ich wirklich, also, da tut mir jedes Kind leid, was sich richtig auf irgendein Spielzeug freut und dann so einen Müll kriegt. Ich habe auch mal spaßeshalber, bin ich einfach hin und habe Kinder-Ü-Ei angeschrieben, den Support. Und habe gesagt, dass ich gerne das Spielzeug umtauschen möchte. Ne, ich habe gesagt, was ist das für ein Spielzeug? So, was soll das? Ne, ich möchte gerne eine Figur oder so haben oder irgendwas anderes, aber keine Handyhalterung. Ja, das ist aber da drin. Das ist Standard und das können wir nicht... Ich denke so, ey.
Also seitdem, ich sag mal so, ne, ich hole das zwar noch, weil ich es halt, wie gesagt, ich esse es halt gerne. Also hin und wieder mal, aber seitdem rate ich auch jedem Familienmitglied, was Kinder hat, ab, seinen Kindern Kinderüberraschungs- oder Kinderjoy zu holen. Machen die auch nicht mehr. Weil die haben selbst gedacht, so, was, ne Handyhalterung. Wo sind wir denn hier, ey? Also wirklich. Dachte ich so, was ist das denn, ey? Wie ist denn eure Meinung dazu? Vielleicht habt ihr ja sogar Kinder und so und dann, ne, kann ja sein, dass ihr sagt, boah, eine Handyhalterung, so eine Smartphone-Halterung für meine, keine Ahnung, wie alt sind die Kinder im Durchschnitt, die sich Überjahr holen? Ich habe damals mit 5, 6 oft geholt, dann, ja wohl, ich habe immer noch geholt. Also ich habe auch, glaube ich, mit 9 und 10 und so habe ich noch Überjahr gegessen. Aber so, wirklich so aktiv mit den Spielzeugen gespielt und so habe ich, glaube ich, auch noch bis 8 oder 9. Vielleicht auch mal mit 10 Jahren. Ich weiß noch, damals hatten wir noch so Schulflohmärkte in der Grundschule, wo wir dann die verkauft und getauscht haben. Aber, ne, so, sagen wir mal so, bis 10 Jahre, wo die Kinder damit wirklich noch aktiv spielen und sich die Eier nicht nur für die Schokolade holen. Warum ist dann da eine Handyhalterung drin? Ich meine, ja, es fängt immer früher an mit den Smartphones und sowas. Und ich habe auch prinzipiell nichts dagegen, weil das einfach die neue Gesellschaft ist. Also, ne, unsere Gesellschaft baut sich jetzt mit den Sachen auf und die Kinder davon fernzuhalten, komplett, ist halt auch Käse, weil sonst verlieren sie bei anderen Kindern den Anschluss, finde ich. Ne, man sollte zwar gucken, vor allem immer hinterher sein, was das Kind macht mit Internet und Smartphone. Da sollte man regulieren, ja. Aber meiner Meinung nach sollte man ein Kind nicht komplett fernhalten davon, weil, ja, ich sag mal so, die Eltern sind nicht die, die am Ende in der Schule sitzen und ja. Man muss jetzt schon so sagen, wie es ist, gemobbt werden. Die Eltern sind meistens die, die dann gut reden haben mit, ne, geh einfach nicht drauf ein, dann hören die auf. Kleiner Spoiler, also, die hören nicht auf. Also, ich weiß ja nicht, vielleicht in einem von 1 Million Fälle hören die auf, wenn man die ignoriert. Der Erfahrung nach, und die Stats verschwinden hier einfach, das ist auch wieder toll. Der Erfahrung nach allerdings, ist es so, dass wenn ihr die Leute ignoriert oder ihr den Kindern einen Tipp gibt, ach, ignoriert die einfach. Oder noch schlimmer, zu Lehrerin geht und sagt, ja, da wird mein Kind gemobbt. Dann geht die Hölle erst richtig los. Also ich bin da wirklich so, ne, das muss man mal so sagen. Ich meine, wir kennen alle die Tipps. Ich meine, ist ja auch alles gut gemeint, aber die Tipps sind nicht gut. Ne, einfach ignorieren, nie gut. Ne, aber wie gesagt, so, welches Kind hat in dem Alter schon so krasses, also so ein Smartphone, dass es eine Handyhalterung gebrauchen könnte. Ich meine, mal so ein Notfallphone oder mal zum mit Freunde schreiben über WhatsApp, jetzt vor allem zu Corona-Zeiten, alles in Ordnung. Es ist halt, wie gesagt, die neue Gesellschaft und so, das gehört dazu, ne? Man sollte zwar die Zeiten und so auf jeden Fall regulieren, damit das nicht überhand nimmt und, ne? Aber alles in allem, völlig in Ordnung. Aber wirklich. Und ich verliere den Überblick über die Themen so langsam. Ich habe ein Leben! Ja, mit dem Ding ein Leben. Okay, es ist aber es ist unbesiegbar. Gut, ich habe nichts gesagt, es ist unbesiegbar. Aber irgendwie habe ich auch Soundbugs gerade, ne? Kann das sein? So, ich will hier noch mehr Stats haben. Auch wenn die komischerweise irgendwie im Boden verschwinden teilweise und ich manchmal Soundbugs hier habe. Ich weiß gar nicht, habt ihr die auch? Schreibt mal ein bisschen mehr in die Kommentare diesmal. Diesmal wirklich. Also, ne, wie gesagt, mal, weil ich weiß, wie lange das Level noch ist, sage ich einfach nochmal, schreibt mal wirklich rein, wie ihr das findet. Vielleicht habt ihr auch Kinder. Und wie ihr das findet, dass man zum Beispiel jetzt in Kinderüberraschungseiern und so, oder Kinderjoy, Handyhalterung hat. Was haltet ihr davon? Gut oder eher völliger Schwachsinn? Ne, oder sowas, also... Wenn die Cutscene vorbei ist, habe ich noch einen Tipp. Ach so, ist vorbei das Level.
So, und ich habe noch einen Tipp für die Eltern und so. Wenn ihr wirklich wollt, dass die, also falls euer Kind mal gemobbt wird und ihr kriegt das mit. Ich hoffe, ihr kriegt das mit. Das ist nämlich eine schwierige Zeit und auch sehr, sagen wir mal, echt mies, um es mal schön auszudrücken. Geht zu den Eltern. Redet mit den Eltern. Am besten sagen wir eine Oktave strenger. Ne? Also wenn jetzt hingeht, natürlich nehmt euch am besten einen starken Freund mit. Na, also nur zur, nur um Eindruck zu machen. Ne? Natürlich kein Schlagen oder so. Das bringt natürlich keinem was. Ne? Also Gewalt ist keine Lösung, ihr wisst Bescheid. Na, aber nehmt euch starke Kerle mit und redet einfach mit dem Vater von dem oder der Mutter. Ne? Und sagt, pass auf, ne? Wir sind alle vernünftige Leute. Wollt alle kein Ärger. Ne, ihr doch auch nicht. Euer Sohn mobbt mein Kind. Oder, ne? Soll er mal lieber aufhören, sonst kommen wir wieder. So. Dann reden wir Tacheles. Ne? Dann müssen wir mal ein bisschen strenger reden. So, aber natürlich, wie gesagt, nichts machen, ne? Also jetzt bitte nicht irgendwie gewalttätig werden. Aber halt so, dass die Eltern so, ne, man hört sich doof an, aber Respekt kriegen und dann aufhören. Das ist leider oft der Fall. Natürlich, als allererstes könnt ihr natürlich einfach normal mit den Eltern reden. Das ist natürlich klar. Vielleicht sind es auch richtig korrekte Eltern. Ne, gibt's ja auch. Also gibt's auch häufiger. Und die sagen dann ihrem Kind schon, pass mal auf, hör jetzt auf, sonst streichen wir dir alles. Und dann hört's vielleicht auch auf. Ne? Also vielleicht sind es ja echt welche, mit denen man gut reden kann. Aber leider sind es auch oft, also ne, Eltern von Mobbern. Muss man leider sagen, manchmal sind die Mobber einfach auch echt ne, mies dran zu Hause, ne, und haben dann eine verdammte, also eine verdammt blöde Kindheit. Keine Ahnung, oft kriegst, also ich habe es früher auch mitbekommen, oft waren dann so die Eltern Säufer und so. War halt ungeil, ne, also so, und dann haben die sich halt in ihren Freundeskreis geflüchtet und haben sich dann ein bisschen Anerkennung ermobbt, kann man schon sagen. Oh, Riddler's Jet, nice. Und ja, deswegen Tipp, einfach mit den Eltern reden, wenn man mit denen nicht reden kann, weil es vielleicht auch Leute sind, die auf einem Niveau von einem Streichholz sind oder so, auf einem geistigen. Einfach mit ein paar starken Freunden vorbeigehen. Nicht aggressiv werden, nicht gewaltig, die einfach nur sagen, yo, pass auf, hört auf mit dem Mist, sonst reden wir bald Tacheles. Dann kommen wir wieder. Das hilft meistens schon. Und manchmal ist es leider der einzige Weg, zumindest ein bisschen Präsenz zu zeigen, so ein bisschen Respekt zu zeigen. Also so, ne, ein bisschen dieses, so ein Respekt erhaschenden Auftritt hinlegen. Ne, muss leider manchmal sein. Und ich meine, ne, das ist halt auch, wenn Reden nichts bringt, sollte man immer noch nicht schlagen, aber dann muss man halt gucken, ne? Da geht's ja auch vermutlich ums eine Kind und Dankeschön, Freezer. Und ich kann mir da vorstellen, dass es schon ja, dass ne, ich sag mal so, ich bin ehrlich, ich würd's machen. Ich würde hingehen, ich würde mit dem Vater vernünftig reden und wenn das so einer wäre, der sagen würde, ne, paar Schimpfwörter um sich schmeißt und sagt, jetzt, ne, hau ab. Nur halt nicht hau ab, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen härtere Sachen. Ich glaube, da würde ich nur am Kragen packen, ne? Ich glaube dann, mein Kind wird nie wieder gemobbt werden. Weil, die hätten alle Angst, dass ich wiederkomme. Natürlich ohne Schlagen, ne? Also ist klar. Aber halt ein autoritäres Auftreten. Ich bin zwar immer sehr nett in den Videos, aber es geht auch anders, ne? Ich weiß schon, wie ich autoritär auftreten kann. Ich meine, ich habe einen Nebenjob, bin ich Sicherheitsmann. Also, da muss man schon so ein bisschen autoritär auftreten, sonst ist man da fehl am Platz. Naja, gut. Das war's jetzt für jetzt. Gab gute Tipps. Also, hoffentlich gute. Also ich weiß so, wie ich es machen würde und wie ich es auch mitbekommen habe von Verwandten oder auch Freunden, die das gemacht haben, so, wo das halt geholfen hat, wo die Kinder vorher echt stark gemobbt wurden, wo es wirklich aufgehört hat und oft dann auch Freunde wurden, ne? Oder auch mit den Eltern, wo die Eltern dann Freunde wurden oder so, gibt es natürlich auch. So. Ne, dann wie gesagt, ein bisschen über Kinderjoy haben wir gequatscht und. Ein bisschen über das Spiel, über diese Eigenschaft, dass man die Minikits nicht kriegt, obwohl man die freigeschaltet hat im Spiel, also in den jeweiligen Leveln und die dann nicht erreichen konnte. Ja, schreibt mal eure Meinung gern zu den ganzen Themen in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.